Hey Leute, wie geht's? Ich habe mir diesen DJI Smart Controller gekauft und ich muss sagen, dass ich erstmals richtig zufrieden bin mit meinem ganzen Setup. Wieso, weshalb, warum? Darum soll es in dem heutigen Film gehen. Ich zeige euch alle Vor- und Nachteile von diesem Controller. Los geht's! Der wichtigste Grund, warum ich mich für diesen Smart Controller entschieden habe, ist natürlich die Helligkeit. Die meisten Handys und Tablets haben eine Helligkeit um die 600 Nits. Da ist der Smart Controller weit überlegen, denn das Display hat eine satte Helligkeit von 1000 Nits. Hier ist mal der direkte Vergleich: links das Handy, in der Mitte das Tablet und rechts der Smart Controller. Alle drei Geräte habe ich auf 100% gestellt. Und wie wir sehen, ist der Smart Controller fast doppelt so hell wie die anderen beiden Displays. Hier drin spielt das natürlich keine Rolle, deshalb zeige ich euch den Helligkeitstest natürlich auch hier draußen. Bei bewölktem Himmel sieht man auf dem Handy und dem Tablet nicht mehr so viel. Hier das Handy und hier das Tablet und der Smart Controller. Und bei direkter Sonne kann man am Handy und am Tablet kaum noch was erkennen. Da helfen nur noch solche Sonnenblenden. Das ist aber immer ganz schön umständlich. Der Smart Controller hat mit direkter Sonneneinstrahlung überhaupt keine Probleme. Alleine deswegen hat sich der Kauf für mich schon gelohnt. Der zweite Punkt ist die Temperatur. Ich bin letzten Sommer über einen See geflogen. Es waren über 30 Grad im Schatten und mein Tablet hat durch Überhitzung den Prozessor so weit runtergefahren, dass ich nur noch alle 5 Sekunden ein eingefrorenes Bild hatte. Also musste ich zurückfliegen, das iPad im Auto bei laufendem Motor abkühlen lassen und dann im Auto sitzen, das Ganze wiederholen. Das kann der Smart Controller besser, der verträgt nämlich Temperaturen bis 40 Grad. Auch im Winter hatte ich immer wieder Probleme, bei Temperaturen unter 0 war meistens nach 2 Flügen Schluss. Denn auch bei Kälte macht das Handy-Display oft Probleme und was noch viel schlimmer ist, manchmal ging das Tablet oder das Handy komplett aus oder man konnte regelrecht zusehen, wie der Akku der Fernbedienung runterging. Ich bin letztens bei minus 7 Grad meine 3 Akkus geflogen und der Smart Controller war noch halb voll. Bei normalen Temperaturen hält der Smart Controller ungefähr 2,5 Stunden, was bei mir für ca. 6 Akkus reicht. Außerdem kann man den auch während des Fluges mit einer Powerbank laden, was mit den meisten Tablets oder Handys nicht funktioniert. Als drittes kommen wir zum Handling. Was mich schon immer gestört hat, bisher musste man nicht nur die Fernbedienung, sondern auch das Handy aufladen. Jetzt braucht man nur noch ein Gerät aufladen und diese ewige Fummelei. Ich teste das mal, wie lange das dauert. Los geht's. Beim ersten Mal, juhu. Eine Minute und 10 Sekunden. Okay, mal sehen, wie lange wir für den Smart Controller brauchen. Los geht's. Stopp. 30 Sekunden. Wahnsinn. Okay, so viel schneller geht das nun auch nicht mit dem Smart Controller, aber es macht einfach mehr Spaß. Anmachen, anmachen, fertig. Mit dem normalen Controller gab es auch immer irgendwelche Schwierigkeiten. Entweder man hatte keine Verbindung zum Handy oder von der App zum Kopter keine Verbindung. Dann musste man entweder alles nochmal neu starten oder das Kabel ziehen oder sonst irgendwas. Ja, das gehört jetzt alles glücklicherweise der Vergangenheit an. Was mich ja beim normalen Controller schon immer gestört hat, dass das Display unterhalb des Controllers angebracht ist. Das heißt, beim normalen Bedienen muss man zu weit nach unten blicken und wieder nach oben und wieder runter. Deshalb habe ich mir diese Freewheel-Halterung besorgt, damit man nicht mehr so weit nach unten gucken muss. Das war perfekt. Ja, leider ist das Display wieder unterhalb der Sticks. Und was mich noch so ein bisschen stört, dass man keine SIM-Karte einlegen kann. Das konnte ich mit meinem Tablet allerdings auch nicht. Ist aber gar nicht so schlimm. Wenn ich unterwegs mal Internet brauche, dann erstelle ich einfach mit dem Handy einen persönlichen Hotspot und schon bin ich online.
Das waren erstmal die großen Vor- und Nachteile. Kommen wir jetzt zum Smart Controller selbst und zur Bedienung. Das Display hat eine Diagonale von 5,5 Zoll, ist also etwas größer als mein iPhone 6S, aber auch etwas kleiner als mein Tablet. Beide Controller haben auf der Oberseite zwei Steuerknüppel, die man abschrauben kann. Beim Standard-Controller transportiert man die hier und beim Smart-Controller unter der Antenne. Ich gehe mal alle Knöpfe einzeln durch. Hier ist der Ein-Ausschalter. Wenn wir den einmal kurz drücken, wird der Akkuladezustand angezeigt. Und zum Einschalten drücken wir den Knopf einmal lang. Hier ist der Return to Home Knopf, mit dem wir den Kopter automatisch zu uns zurückfliegen lassen können. Hier ist der Pausenknopf, mit dem wir zum Beispiel einen automatischen Flug pausieren oder beenden können. Hier ist der 5D Joystick, den man selber mit 5 Funktionen belegen kann. Zum Beispiel kann man die Kamera auf- und abwärts bewegen. Fokussieren. Die Belichtungskorrektur verringern oder erhöhen. Die Belichtung sperren oder die Blende erhöhen oder verringern. Ich habe das folgendermaßen belegt. Vorne und hinten erhöhe ich die Belichtungskorrektur und mit links und rechts verringere oder erhöhe ich die Blende. Und wenn man den Stick mittig drückt, öffnet sich das Menü für die intelligenten Flugmodi. Man kann übrigens jederzeit das Einstellungsmenü von oben runterziehen, um zum Beispiel die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Hier ist der Flugmodus-Schalter zum Umschalten zwischen Tripod, Standard und Sportmodus. Ich nutze den eigentlich ziemlich oft. Zum Beispiel in einer Halle fliege ich immer im Tripod-Stativmodus. Oder wenn ich einem Auto folgen will oder einfach nur ein bisschen Spaß haben will, nutze ich den Sportmodus. Den finde ich also hier an dieser Stelle besser angebracht, da man den hier besser im Blick hat als beim normalen Controller. Die 5 Knöpfe gibt es ja auch beim Standard-Controller, aber hier links ist eine Zurück-Taste, mit der wir in Untermenüs wieder auf die vorherige Seite kommen. Aber die Taste hat noch eine zusätzliche versteckte Funktion. Wenn man die lange drückt, braucht man während des Fluges nicht extra das Menü einblenden. Und kann zusammen mit dem linken Rädchen die Bildschirmhelligkeit einstellen, mit dem rechten Rädchen die Lautstärke anpassen. Mit der Videoaufnahmetaste kann man den Bildschirm aufnehmen und mit dem Fotoauslöser können wir einen Bildschirm-Screenshot machen. Mit dem 5D-Joystick kommen wir nach vorne ins Startmenü, nach hinten ins Einstellungsmenü, nach links in unsere letzten Anwendungen und nach rechts zu unseren Apps. Und wir haben noch eine zusätzliche Taste hier rechts, mit der können wir ein Dialogfeld bestätigen. Zum Beispiel im Startmenü unten links blau umrandet Go. Hier unten ist der USB-C-Anschluss, mit dem wir den Controller laden können. Das dauert mit dem mitgelieferten Ladegerät ca. 2 Stunden. Mit anderen Ladegeräten kann das deutlich länger dauern. Dann haben wir hier noch das Mikrofon. Damit kann man zum Beispiel den Ton am Boden während des Fluges aufnehmen. Hier unten rechts und links sind noch 2 Gewinde, damit kann man den Controller zum Beispiel mit einem Gurt umhängen. Ich habe allerdings den Controller an meinen Senderpult festgeschraubt, so muss ich den Controller nicht festhalten und ich kann die Hände bequem auflegen und dadurch für meine Aufträge viel präziser steuern. Hier vorne links ist das Gimbalrädchen zum Neigen der Kamera. Hier rechts ist ein Kameraeinstellungsrädchen, damit können wir zum Beispiel während des Fluges die Helligkeit manuell anpassen. Hier ist die Videoaufnahmetaste und hier haben wir die Fototaste. Wenn man die nur leicht antippt, kann man, egal ob im Foto- oder Videomodus, scharf stellen. Und wenn man die Taste durchdrückt, nimmt die Kamera ein Foto auf. Hier haben wir den HDMI-Anschluss, um das Bild entweder live zu streamen oder damit der Auftraggeber mir nicht so dicht über die Schulter blicken muss, kann man hier noch einen Monitor anschließen. Hier ist der Micro-SD-Karten-Slot. Damit können wir zum Beispiel Apps auf den Controller installieren, den Bildschirm aufnehmen oder Daten kopieren. Wie das geht, zeige ich euch später. Hier ist noch ein normaler USB-Anschluss. Was man damit machen kann, habe ich bisher noch nicht rausgekriegt. Vielleicht wisst ihr das ja und könnt mir das mal in die Kommentare schreiben.
Dann haben wir hier den Entlüftungsschlitz. Hier ist die Antenne. Die sollte, wenn möglich, immer mit der flachen Seite zum Kopter ausgerichtet sein. Und unter der Antenne kann man noch die Steuerknüppel transportieren. Dann haben wir hier noch die C1 und die C2 Taste. Damit können wir zum Beispiel die vorderen LEDs ausschalten, die Belichtung messen, die Belichtung sperren, ins Kameraeinstellungsmenü gelangen, die Kamera hoch und runter stellen, den Gimbal zwischen FPV und Folgemodus wechseln, zwischen Karte und Kameraansicht wechseln, die Batterieinfo einblenden, in das Quickshot-Menü gehen, die Wiedergabe starten, den Fokus zentrieren, Hinweiseinblendungen schließen, die untere Beleuchtung an- und ausschalten, die Hinderniserkennung aktivieren und deaktivieren oder auch ohne Funktion lassen. Dann haben wir hier noch den Lautsprecher und den Lufteinlass für die Belüftung. Der Smart Controller hat einen internen Speicher von 16 GB, zum Beispiel für Apps, Vorschaudateien und Flugaufzeichnungen. Und er hat einen externen Kartenslot für MicroSD-Karten bis zu 128 GB, um sich zum Beispiel Apps raufzuspielen, den Bildschirm aufzunehmen oder um die Luftaufnahmen direkt von der Speicherkarte zu sichern. Und genau das ist noch einer der wichtigsten Gründe, warum ich mich für diesen Smart Controller entschieden habe. Denn im Urlaub zum Beispiel kann ich damit meine Luftaufnahmen auf einer zusätzlichen Speicherkarte speichern. Oder wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit filme, nehme ich die Karte aus dem Kopter, kopiere die Aufnahmen auf den internen Speicher, lasse mir vom Auftraggeber seine eigene Karte geben und kopiere meine Aufnahmen direkt auf seine Karte. Also braucht man zum Kopieren nicht immer einen Laptop mitschleppen und man muss sich nicht extra diese DJI gebrandeten externen Festplatten für ein paar hundert Euro kaufen. Wie das geht, zeige ich hier nochmal Schritt für Schritt. Karte aus dem Mehrweg herausnehmen, in den Smart Controller stecken, anmachen, unten rechts ins Menü gehen, auf Dateimanager klicken, unten rechts SD-Karte wählen. Dann die jeweilige Datei suchen, die Datei dann gedrückt halten. Dann öffnet sich unten so eine Art Taskleiste. Dann kopieren drücken, auf interner Speicher einfügen. Das geht relativ zügig. SD-Karte rausnehmen und die andere SD-Karte einsetzen. Wieder unten rechts auf das Menü tippen. Dateimanager. Diesmal interner Speicher. Die Datei, die wir gerade auf den internen Speicher kopiert haben, wieder anklicken, Finger drauf lassen, auf Kopieren gehen und diesmal auf externe SD-Karte einfügen. Und schon haben wir das Material auf einer Extrakarte gesichert. Und wenn man wie ich noch ein paar tolle Filme auf der Karte hat, kann man sich die auch noch auf dem Smart Controller angucken oder sogar auf einem großen Fernseher mit dem HDMI-Ausgang. Wunderbar! Man kann die Luftaufnahmen auch direkt vom Mehrweg auf den Controller oder auf einem Handy speichern, und zwar mit GoShare. Dazu öffnen wir das Menü, gehen auf GoShare, starten die DJI Go 4 App auf dem Handy, öffnen den Editor, gehen oben rechts auf GoShare, aktivieren unten rechts den QR-Scanner, um das Handy mit dem Controller zu verbinden. Dazu nehme ich erstmal ein kurzes Testvideo auf. Dann auf Play drücken. Das Video auswählen und unten rechts herunterladen. So, mal sehen, ob das funktioniert hat. Apps öffnen. Dateimanager. Videos. Und wie wir sehen, hat das funktioniert. Und aufs Handy lade ich das natürlich auch noch. Die Go 4 App öffnen. Editor öffnen. Go Share starten. Das Video auswählen. Runterladen. Und schon ist es auf dem Handy. Wahnsinn!
So, damit das Video nicht zu lang wird, zeige ich jetzt das Menü und die Einstellung im Schnelldurchlauf. Auf der Startseite haben wir oben links die Uhrzeit, oben rechts den Akku-Ladezustand vom Controller. Unten links öffnen wir die DJI Go 4 App und unten rechts gelangen wir mit dem Fotosymbol zu unseren Fotos und Videos und rechts daneben gelangen wir zu unseren Apps. Vorinstalliert ist natürlich die DJI Go 4 App. Daneben haben wir Informationen zu Flugbeschränkungen. Ich nutze allerdings dafür lieber die App der Deutschen Flugsicherung auf dem Handy. Die ist übersichtlicher und auch einfacher zu bedienen. Als drittes haben wir ganz nützliche Hinweise, wie ich finde. Links die Grundfunktion, wie zum Beispiel Statusanzeige und Tastenbelegung. Dann haben wir Tipps für Luftaufnahmen. Bei Fotos und Videos wird uns angezeigt, wie wir Fotos ansehen und teilen können. Und bei erweiterte Funktionen gibt es noch eine Anleitung für die Menüsteuerung. Und jetzt weiß ich, wofür man die USB-Schnittstelle benutzen kann. Da kann man also einen Kartenleser anschließen, um zum Beispiel Dateien zu verschieben. Ja, also. Dann haben wir noch den Dateimanager für unsere Fotos und Videos und Apps und so weiter. Daneben ist ein Browser, wo wir zum Beispiel auf YouTube und Instagram gelangen können. Und ganz rechts kommen wir zu den Einstellungen. Oben haben wir die WLAN, Bluetooth und Netzwerkeinstellungen. Darunter sind die Einstellungen zum Controller. Hier können wir einstellen, ob die linke Taste durch längeres Drücken diese kombinierten Funktionen haben soll oder nicht. Dann können wir Einstellungen zum Display vornehmen, wie zum Beispiel automatische Helligkeit oder wann das Display in den Ruhezustand gelangen soll. Wir können den Controller-Kompass kalibrieren. Wir können während des Fluges einen Nicht-Stören-Modus einstellen. Wir können festlegen, ob wir in den Menüs mit den Steuerknüppeln navigieren möchten. Wir können die Lautstärke von verschiedenen Tönen einstellen oder auch stumm schalten. Hier können wir die installierten Apps verwalten. Hier können wir den internen und externen Speicher verwalten. Hier können wir einstellen, welche Apps den Controller-Standort abfragen dürfen. Können einstellen, ob unser DJI-Konto automatisch synchronisiert werden soll. Ich lasse das mal auf an. Wir können die Sprache einstellen und den Controller auf Werkseinstellung zurücksetzen. Und wir können Systemeinstellungen vornehmen, zum Beispiel Datum und Uhrzeit. Unter Hinweise sehen wir, ob es ein Update gibt. Und mit Telefon ist, glaube ich, der Controller gemeint. Da geht es um systemrelevante Einstellungen, die man sich anzeigen lassen kann. Und hier können wir einstellen, ob wir nutzungsbezogene Daten an DJI senden wollen. Ich lasse das lieber aus, wer weiß. Ja, an dieser Stelle wollte ich euch eigentlich zeigen, wie man hier Drittanbieter-Apps auf den Controller laden kann. Aber genau hier liegt der nächste Kritikpunkt. Tolle Apps wie Litchi und so weiter funktionieren leider nicht mit dem Smart Controller, was ich echt schade finde. Und Apps wie Facebook oder YouTube kommen ja nicht auf den Controller. Die können wir ja glücklicherweise über den Browser starten. So, gleich geschafft. Jetzt kommen wir zum Einstellungsmenü, das wir von oben runterziehen. Oben links sehen wir die Uhrzeit und das Datum. Oben rechts ist die Home-Taste, mit der wir jederzeit zum Startbildschirm gelangen. Daneben ist eine Sprechblase, wo wir Mitteilungen bekommen. Zum Beispiel, wenn wir den Screen Recorder verwendet haben oder wenn wir eine neue Speicherkarte verwenden. Hier links können wir unser WLAN an- und ausschalten. Daneben ist die SRE-Taste, das heißt so viel wie Sunlight Readable Enhancement. Damit lässt sich je nach Lichtverhältnissen die Beleuchtung vom Monitor verbessern. Dann können wir Bluetooth ein- und ausschalten oder den HDMI-Ausgang aktivieren und deaktivieren. Mit Kopplung kann man den Controller mit einem Kopter verbinden. Momentan funktioniert der Controller nur mit dem Mavic 2 Pro oder Mavic 2 Zoom.
Aber neue Kopter mit OcuSync 2 werden wohl noch dazukommen. Daneben ist die Go-Share-Taste. Wie das geht, habe ich ja vorhin schon erklärt. In der unteren Zeile haben wir links die Capture-Taste, mit der wir einen Screenshot machen können. Daneben ist die Record-Taste, um den Bildschirm als Video aufnehmen zu können. Mit Button Combination können wir ganz links den Knopf mit der Kombinationsfunktion aktivieren. Wenn man den dann lange drückt, kommt man in das Kombinationsmenü. Das hatte ich ja auch vorhin erklärt. Dann können wir hier die Steuerknüppel neu kalibrieren, wenn das mal nötig sein sollte. Mit der Taste Letzte kommen wir direkt zu unseren letzten Anwendungen. Das ist manchmal ganz praktisch, um zum Beispiel schneller auf YouTube zu kommen. Daneben haben wir Settings, das hatte ich auch schon vorhin erklärt. Und darunter sind noch die Schieberegler für die Helligkeit und die Lautstärke. Ja, das waren jetzt alle wichtigen Informationen und Einstellungen vom neuen Smart Controller. Ich habe mir noch ein bisschen Zubehör gekauft. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Wenn ich was Wichtiges vergessen haben sollte, dann schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten verpasst nicht meine nächsten Filme. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut. Bye, bye. Der war ganz gut.